Tja, also, ich habe von meiner Ex-Liebe, sage ich mal, heute um 3 Uhr, um 4 Uhr morgens eine große Nachricht bekommen. Die werde ich mal in Ruhe durchgehen und in Ruhe vorlesen. Hallo Mike, ich bin's Jasmin. Ich wollte dir mal sagen, dass ich deine Videos gesehen habe. Lass dich nicht verarschen. Ich kenne diese Edita Lisa und was weiß ich überhaupt gar nicht. Ich habe generell keine Freundin hier in Remscheid oder sonst wo. Ich würde dir gerne sagen, als wir uns kennengelernt haben vor 2 Jahren, waren wir beide sehr krank. Und uns ging es beiden nicht gut. Ich weiß, ich habe Sachen zu dir gesagt und mit dir abgezogen, die man nicht machen sollte. Aber ich war nicht bei klarem Verstand. Und ich wollte dich nicht verletzen. Das meine ich wirklich ernst. Und als wir uns einmal gesehen haben, habe ich dir gesagt, dass ich mit Alex nichts war. Dass mit Alex nichts war. Ich habe sogar auf meine Mutter und meinen Hund geschworen. Und das ist auch die Wahrheit. Bitte mach dich nicht kaputt wegen etwas, was sowieso zum Scheitern verurteilt war. Guck mal, ich habe dir gesagt, du bist ein netter Mann. Konzentriere dich doch mal auf das Wichtige im Leben. Als ich gesagt habe, ich muss mein Leben auf die Reihe bekommen, meinte ich das ernst. Ich habe zwar etwas gebraucht, aber ich habe es nach 2 Jahren geschafft. Ich kiffe nicht mehr, ich arbeite und ich war nicht mehr krank. Und genau das wünsche ich dir auch. Versuch doch, dieses YouTube sein zu lassen. Was tut's dir das? Such dir eine anständige Arbeit. Leb deinen Glauben, weil ich gesehen habe, du bist konvertiert. Mashallah. Subhanaka Allah. Alles geht den richtigen Weg, also vergiss doch die falschen Leute und die falschen Wege, Mike. Ich meinte es immer ernst, als ich gesagt habe, ich wollte dich nie verletzen. Und du findest schon die richtige irgendwann. Man sagt Sabr im Islam, das heißt Geduld. Geh den richtigen Weg und das, was du verdienst, findet den Weg zu dir, verstehst du? Bitte mach dich nicht mehr kaputt mit dem Gedanken wegen Alex. Weil das wirklich nicht stimmt, was du dir da ausmalst. Da schwöre ich dir noch hoch und heilig. Und glaube diesen komischen Weibern nicht, weil die spielen ein falsches Spiel mit dir. Aber habe ich auch schon gemerkt. Ich finde es nur schade zu lesen, dass Leute schreiben, sollst du mir Säure ins Gesicht kippen und sonst was. Aber man muss nicht alles ernst nehmen, was die Leute sagen. Aber bitte nimm meine Worte ernst. Ich wollte dich nie verletzen. Und war mir meiner Taten nicht bewusst. Lebe ein vernünftiges Leben mit Arbeit, geregeltem Rhythmus und anständigen Freunden, die dich nicht noch mehr in deiner Wut pushen. Sowas brauchst du nicht. Und dann kommt der Rest von ganz allein. Bitte finde endlich deinen Frieden, weil du hast ihn auch verdient. Bitte finde endlich deinen Frieden, weil auch du ihn verdient hast. Ne? Und lass uns endlich diese Sache im Guten beenden. Ich wünsche dir wirklich dein Glück und deinen Frieden, aber wenn du an früheren Fehlern festhältst, findest du ihn nie. Mach's gut, Mike, und nimm dir meine Worte zu Herzen, weil ich sie wirklich auch von Herzen meine. Salamu alaikum wa rahmatullah. Das Glück kommt. Sabir ist der Schlüssel zum Glück. Ja. Und wenn es dann so weit ist, wirst du sehen, dass all die Zeit zu warten sich gelohnt hat. Glaub mir, Mike. Bis dann. Ja, mein süßer Engel, ne? Ja, damit auch meine ganzen Zuschauer Bescheid wissen, vor allem auch du. Ich habe heute halt eben ein bisschen nachgedacht, ne? Ich war ein bisschen im Park spazieren, ne? Und ich habe mir genau diesen Text, der wirklich viel Mühe gegeben wahrscheinlich auch gekostet hat, den da zu schreiben, ja, wirklich lange geht's, ne? Den ich auch wirklich zu schätzen weiß, dass du mir das geschrieben hast, ne? Nochmal alles durchzugehen, ne? Nachzudenken. Naja. Mach dich nicht kaputt für etwas, was jetzt im Scheitern verurteilt war, ne? Bitte mach dich nicht weiter kaputt wegen den Gedanken um Alex. Weil sowieso
jetzt so gelaufen ist, sich jetzt mit mir ausmale. Ne? Und bitte finde endlich deinen Frieden, weil auch du ihn verdient hast. Ne? Naja. Yes. Sabr, der Schlüssel, ne? Geduld. Ja. Nun, der Grund, warum ich auch YouTube mache, ist, ne, ab pro 1000 Klicks bekommt man ja 1 Euro. Und wenn ich auf Twitch Livestream mache, kann ich auch gut an Geld verdienen. Ne? Kann ich irgendwann mal auch, Alter, durch YouTube und Twitch mehr Geld verdienen als manche Leute bei Aldi. Ne? Ansonsten mit meinem türkischen Kollegen Paco, ne, gucke ich mal, dass gucken wir, dass wir eine Arbeit klar machen als Sicherheitsdienst. Ne? Damit meine Zuschauer auch Bescheid wissen. Und aber bevor ich überhaupt anfangen kann, richtig zu arbeiten, brauche ich wirklich erstmal eine eigene Wohnung und ein bisschen Ruhe. Ne? So, dass 2021 wieder ein bisschen besser wird. Ne? Und weißt du was, Jasmin? Ich glaube daran. Ich glaube dir das, dass du mit Alex nicht geschlafen hast. Weil du bist Aszendent Jungfrau. Und ich habe mal einen Kumpel gehabt, der Aszendent Jungfrau ist. Und bei ihm war das auch genauso. Obwohl er ein Mann ist. Ne? Obwohl er ein Mann ist, der hat mal ein halbes Jahr mit einer Frau zusammen gewohnt. Ne? Und der Mann, also mein Kumpel, der wollte die küssen, aber die Frau wollte den nicht küssen. Also er wollte die küssen, aber die Frau wollte den nicht küssen. Aber die Frau wollte mit dem schlafen, aber er wollte mit ihr nicht schlafen. Weißt du? Also er wollte küssen, aber keinen Sex, aber die wollte nicht küssen, aber wollte Sex. Und letztendlich haben die auch keinen Sex gehabt, weil der nicht wollte. Der Anreiz ist anders bei Affen, den Jungfrau. Ne? Und das Schicksal ist einfach so geschrieben. Ich meine, Wassermann, Sternzeichen, zu Freiheitsleben. Ne? Und Kontaktabbruch. Genau deswegen wollte ich dich einerseits auch nicht kennenlernen, ne? Weil ich wusste, dass nach ein paar Wochen schon wahrscheinlich nach sogar eventuell guter, nach guten, harmonievollen, bindlichen Umgang trotzdem der Kontaktabbruch kommt, ne? Und wahrscheinlich kommt und gekommen ist. Ne? Deswegen kann ich es einfach nicht so richtig ja, ne? Auch ernst nehmen. Also ich nehme es ernst, weil zum Glück bin ich auch astrologiegläubisch und kenne ich mich damit aus. Ne? Aber ja, naja, zu den Weibern, ne? Naja, woher wissen die aber, ne, dass Jo Amena dein Ex-Freund ist? Ne? Er ist doch Jo Amena, ne? Und woher wussten die schon, bevor du mir geschrieben hast, dass du mit dem Kiffen aufgehört hast? Ne? Ja, keine Ahnung, ey. Die meinten, du meintest zu denen, ich war mal süß, hab Rosen geschenkt, ey. Das war überhaupt nicht frauenfeindlich, jetzt erinnere ich dich an Jo Amena, ey. Ja, ja, alles sehr fraglich. Ne? Aber wie gesagt, was mich auch ein bisschen stört, Jasmin, und das ist das, was mich richtig, richtig abfuckt ist. Du hast mich ohne Kuss unwichtig in Erinnerung zurückgelassen. Okay, du wirst mich nicht vergessen. Vor allem aufgrund, was ich abgezogen habe, meine Videos. Du wirst eh weiterhin mich weiter verfolgen. Ne? Aber, guck mal. Es gibt manche Leute, ne, die kommen direkt zusammen. Probebeziehung. Genau wie du mit Alex. Ne? Oder küssen, ficken direkt am ersten Tag. Keine Ahnung. Ne? Und ich bin 26. Ich habe noch nie geküsst, gekuschelt. Noch nie war ich mal zusammen. Ne? Noch nie. Und weil du hast zu mir gesagt, erst in 2 Monaten ungefähr wirst du was mit mir anfangen und wirst du erst mit mir einschlafen. Und du hast das so gemacht, dass du mit dem Alex direkt eine Probebeziehung eingegangen bist. Weißt du? Und das hat mich einfach zerfressen. Ich meine, da kann ja wirklich, das kann ja nicht sein, ne? Dass du mit dem 6 Wochen im selben Bett geschlafen hast, ne? Und dass dann in den 6 Wochen im selben Bett geschlafen, dass dann nichts Intimes gelaufen ist. Das kann natürlich auch nicht sein, weißt du? Und, ich habe gehört von Mike Mantei, du hast mit einem Kumpel von Mike Mantei direkt am ersten Tag was gehabt, ey. Auf jeden Fall eingeschlafen, geküsst, irgendwas habt ihr da gemacht, ey. Der meinte sogar, ihr habt miteinander geschlafen, ne? Der Kumpel, so ein Kumpel von Mike Mantei.
Du fandst den so heiß, du hast den so angeguckt und du warst direkt mit dem etwas intim da zugange. Direkt am ersten Tag. Und das Mindeste, was du mit dem Kumpel von Mike Mantei gemacht hast, hast du auch mit Alex gemacht in den 6 Wochen. Ne? Ist ja eigentlich klar. Dass solche Typen wie Christian Schmieder, ich habe gehört, mit denen sollst du ja auch ein paar Mal in die Kiste gesprungen sein, ne? Dass solche Typen wie Christian Schmieder es verdient haben, verwöhnt zu werden, körperlich. Und ich mit 26 nie. Ne? Das kann ich einfach nicht verstehen. Verstehst du, was ich meine? Aber ja, wie du meintest, soll es nicht so ernst nehmen, was andere sagen, aber bitte nimm ernst, was ich dir sage. Ne? Weil ich das wirklich vom ganzen Herzen meine. Ne? Hast du ja geschrieben. Ich habe mir den Text wirklich 10, 20 Mal durchgelesen und beim Spazierengehen habe ich nachgedacht. Ja. Aber dennoch ist meine Wut vollkommen zu verstehen, ey. Ich habe einfach diese Hoffnung nicht mehr. Dieses kribbelnde Funke ist erloschen, weißt du? Ich wollte unbedingt mit dir meine ersten Erfahrungen machen. Naja, nicht normal, Alter. Ne? Wie gesagt, ein Mann würde eine Frau, die er hübsch findet, nie nicht küssen. Aber Frauen machen das öfter. Einen Typen hübsch finden und dann nicht küssen wollen, ey. Also warum du zu streng warst, mir damals einen Mundkuss zu geben, das weiß ich nicht, ey. Hättest du wenigstens damals mit mir ab und zu mal einen Mundkuss gehabt. Das Mindeste, was ich wollte, was mir damals auch ein bisschen gefehlt hat, ist, wir haben uns oft hingesessen. Weißt du, wir haben oft nebeneinander gesessen und dann haben wir Löcher in die Luft geguckt. Das fand ich ein bisschen doof. Wir hätten uns, wenn zwei Menschen sich finden, die sich hübsch finden und mögen und nett finden, dann tut man normalerweise kuscheln und tut man normalerweise schmusen. Ne? Ein bisschen streicheln. Die Wangen so ein bisschen reiben, ne? Kuscheln und schmusen. Das hat mir eigentlich damals gefehlt, wenn wir wenigstens das gehabt hätten. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, wenn du mit dem Alex direkt eine Beziehung eingehst und der direkt mit dir im Bett schläft, dann ist doch klar, dass ihr direkt am ersten, zweiten Tag geküsst und gekuschelt habt, ne? Und du hast mich ohne Kuss zurückgeworfen. Unwichtig in Erinnerung, ey. Und mit einem Kumpel von Mike Mantei hast du auch direkt am ersten Tag irgendwie was gehabt, ne? Und ich bin 26 und ich habe noch nie. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe einfach nicht, warum warst du so streng, mit mir damals zu kuscheln? Oder mit mir damals einen Mundkuss zu haben? Weil eigentlich, wenn man sich kennenlernt, Kennenlernphase, Datingphase, wie wir, ne? Dann tut man sich doch normalerweise beim Treffen Mundkuss geben und beim Verabschieden auch wieder Mundkuss geben, ne? Haben wir damals auch nicht gehabt, ne? Fand ich echt nicht in Ordnung, ne? Mich wie eine heiße Kartoffel sitzen zu lassen, ey. Ne? Wie gesagt, ich hatte Bonuspunkte Jugoslawien wie dein Vater. Du magst es ja ein bisschen fülliger. Ich habe dir vom Aussehen komplett gefallen, ne? Du magst es ja ein bisschen mollig, ne? Und, ich hab dir gesagt, wir können deinen Eltern in den Urlaub fahren. Da meintest du, ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Wir hatten einen so netten, guten Umgang. Küsst mich auf die Wange, ne? Sagt es Donnerstag. Wir hatten ja noch offene Verabredungen, ne? Schwimmen, kochen. Und trotz offener Verabredung, Kuss auf die Wange, ne? Lernst du einfach einen anderen kennen. Wo ist denn da ab, ey? So stand ich mit Rosen vor der Tür, ey. Ne? Deswegen kannst du es mir auch, denke ich mal, nicht übel nehmen, ne? Dass ich mir das hier eingezogen habe. Deswegen, dieser Anhänger, dein Herz ist auf jeden Fall schön bei mir und der wird mich auf jeden Fall kräftigen, ne, mit dem Zusammenhang von dem Text, was du mir geschrieben hast. Ne? Ich danke dir vielmals, dass ich dich kennenlernen durfte, Jasmin. Du bist die erste Frau in meinem Leben, die mir wenigstens etwas an Liebe und etwas an Zuneigung entgegengeworfen hast. Ich werde dich nie vergessen. Für mich bleibst du die hübscheste Frau auf der ganzen Welt. Ich werde nie im Leben eine andere Frau hübscher finden als dich. Höchstens genauso hübsch. Ich danke dir. Ne? Wie du sagst. Bis dann. Daran denke ich viel. Mach's gut, Mike. Und nimm dir meine Worte zu Herzen, weil ich sie wirklich vom Herzen meine. Bitte finde endlich deinen Frieden, weil auch du ihn verdient hast.
Bitte nimm meine Worte ernst, ey. Ich wollte dich nie verletzen. Aber meine Taten damals nicht bewusst, ey. Vielen Dank an den Text, Jasmin. Vielen Dank. Ich wünsche dir wirklich dein Glück und deinen Frieden. Aber wenn du an früheren Fehlern festhältst, findest du ihn nie. Mach's gut, Mike. Und nimm dir meine Worte zu Herzen, weil ich sie wirklich vom Herzen meine.